Grüß Gott, meine Damen und Herren. Ich habe heute die Ehre, Sie als Hausherr begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Christopher Choi, ich bin Geschäftsführer der Kommunalkredit Public Consulting und freue mich, dass Sie so zahlreich heute erschienen sind. Von meiner Seite auch herzlich willkommen nach der Sommerpause, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Sommer und sind gestärkt für eine weitere Runde zum Mut zur Nachhaltigkeit unserer Veranstaltungsreihe, bei der wir uns mit Zukunftsfragen auseinandersetzen, wie gesagt, im fünften Zyklus. Wir haben als diesjähriges Motto uns gedacht, es wäre gescheit, einmal zu schauen auf die globalen Dimensionen und die lokalen Perspektiven dazu. Da ist das Thema Wald, wenn wir die globale Dimension uns anschauen, etwas, mit dem man sich auseinandersetzen muss, fast zwingend. Wald bedeckt einen Großteil unserer Erdoberfläche und ist für einen Großteil der nachhaltigen Entwicklung relevant, im ökologischen, im wirtschaftlichen und im sozialen. Und man kann am Thema Wald sich ganz gut auch anschauen, wie Politiken wirken, auch in die verschiedenen Dimensionen, und zwar von der lokalen als auch auf der globalen Dimension her zu betrachten. Wir haben für dieses Thema am heutigen Tag einen sehr weitgereisten Herrn aus der Schweiz verpflichten können. Verpflichten ist gut, ist ja eigentlich übertrieben. Herzlichen Dank für die Bereitschaft, zu uns zu kommen. Herr Professor Jürgen Blaser ist von der Ausbildung her grundsätzlich ein Forstwirt, so wie ich, und ist Professor an der Universität in Bern. Besten Dank, Sepp, für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut und ich hoffe, ich kann Ihnen ein bisschen etwas von dieser Welt des globalen Waldes mitgeben heute Abend. Unterbrechen Sie mich, wenn Sie von der zuforstlichen Perspektive plötzlich nichts mehr mitbekommen, ja? Dann bin ich wirklich auf dem Holzweg. Sie sehen hier einen Sämling. Ein Sämling ist so eine kleine Pflanze, so zwischen 20 bis etwa 50 Zentimeter Größe. Ja? Dieser Sämling, der heißt Ayus, oder um ein bisschen anzugeben, Triplochiton xeroxylon. Sie sehen, ich habe auch Schwierigkeiten damit. Ein Baum aus dem kongolesischen Wald. Ja? Das ist etwa so vor 3-4 Jahren. No? Der dürfte immer noch in dieser Größenordnung sein heute. Ja? Aber der hat Ambitionen, wie sein großer Bruder, mal groß zu werden. Wie dieser Baum hier. Ist auch ein Ayus aus dem gleichen Wald. Ist nur etwa 250 Jahre alt. Die Frage ist, hat dieser Sämling die Chance, diese Größe zu erreichen in Zukunft? Das sind so Fragenkomplexe, auf die ich heute Abend ein bisschen eingehen möchte. Ich habe noch eine andere Person, die Ihnen etwas sagen möchte. Die Katholiken unter Ihnen möchten mich entschuldigen. Sie kennen diesen Herrn, denke ich mir, Martin Luther. Von ihm ist ein bekannter Spruch. Auch wenn ich wüsste, dass morgen die Welt zugrunde geht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Er hat das gesagt vor etwa 500 Jahren, um 1515 herum. Und zwar in einem Umfeld, als Wald, als wichtige Rohstoffquelle in Europa und eigentlich dort, wo viele Menschen lebten, noch ein bisschen Indien, China, ne, in diesen Regionen der Welt, ne, die wichtigste Rohstoffquelle war. Vom Spätmittelalter bis zur frühen Neuzeit, aber auch eine sehr begrenzte Ressource. Eine sehr stark genutzte Ressource. Wir sind im Jahr 2013 und wir Förster, wir feiern dieses Jahr einen 300. Geburtstag. Und zwar ist das der 300. Geburtstag dieses Buches hier, das heißt eine Anleitung zur wilden Baumzucht von Hans Karl von Karlowitz, ein Oberberghauptmann aus Freiberg in Sachsen. Also kein ausgebildeter Förster, das gab es in dieser Zeit noch nicht.
Er hat das erste sogenannte Waldbaubuch geschrieben und in diesem Buch eigentlich die Nachhaltigkeit definiert. Dass immer nur so viel Holz geschlagen werden sollte, wie wieder nachwachsen konnte. Aus diesem Prinzip heraus wurde in der Forstwirtschaft die Waldbewirtschaftung entwickelt. Wir feiern dieses Jahr eigentlich überall auf der Welt diese 300 Jahre. Was ist geschehen über 300 Jahre Forstwirtschaft? Wie haben wir die Nachhaltigkeit definiert in der Forstwirtschaft? Und wie haben wir sie angewendet? Ich komme einige Male zurück auf Hans Karl von Carlowitz in meiner kurzen Ansprache. Wie haben wir sie angewendet? Sie sehen, das ist ein Bild aus der Schweiz. 170 Jahre nach Karl von Carlowitz, als er seine Strategien entwickelt hatte für die Nachhaltigkeit. Es ist kurz nachdem wir in der Schweiz auch unser Forstgesetz verabschiedet hatten und dort gesagt haben, die Waldfläche darf nicht vermindert werden. Wir haben kräftig abgeholzt. Ich denke in Österreich auch. Das ist ein Bild, wie gesagt, aus den Schweizer Alpen. Wir können das wiederholen mit verschiedenen anderen Bildern. Sie sehen hier so typische Bilder der Waldnutzung, so vor 100, 120 Jahren. Auf der rechten Seite, das ist Harzgewinnung, oben Holzkohleerzeugung und unten das sogenannte Scheiteln, dass man eigentlich alles aus dem Wald herausgenommen hat für Brennholz. Das waren so typische Bilder. Der Wald war sehr stark übernutzt und nicht nach von Carlowitzes Dogmen bewirtschaftet. Obwohl wir ja schon wussten von Carlowitz, wir sollten eigentlich nicht mehr schlagen als nachwächst. Ein Bild, etwas später, so um 1910, 1920 in Amerika. Wir haben es ja geschafft, von Europa aus auch die Waldzerstörung in die ganze Welt zu bringen. Das ist ein Bild aus den Appalachen, also aus dem Ostteil der USA. Sie sehen diesen großen Baum, das ist ein American Chestnut, eine Kastanienbaum. Bäume, die es heutzutage nicht mehr gibt. Ja. Die wurden bewirtschaftet, ne? Das heißt, das Holz wurde rausgenommen. Ne? Die Frage ist, oder was wird rausgenommen, wie wird es rausgenommen und was bleibt übrig? Und in den Tropen, auch dort gab es schon vor 200, 300 Jahren sehr starke Nutzung, ist speziell in den sogenannten Kolonien in Ostindien. Das, auf der linken Seite sehen Sie einen Teakbaum. Teak war die wichtigste Quelle für den Bootsbau, nur über Jahrhunderte. Das heißt, es war eine sehr stark entwickelte Forstwirtschaft, die sich zwar seit 1713 auf etwas berufen konnte, das nachhaltig ist, aber das wir praktisch nie gemacht haben. Was nicht ganz stimmt. Dieses Bild hier könnte aus Österreich sein, ist aber aus der Schweiz. Und Sie sehen hier die Verteilung des Waldes. In dieser Landschaft, die Schutzwaldungen, ne, die wir so etwa vor 100, 120 Jahren ganz bewusst kreiert haben in unseren beiden Ländern, durch die Erkenntnis, dass Wald schützend wirkt auf die Landschaft. Wir haben eigentlich aus dem heraus, nachdem wir etwa 100 Jahre Anlaufzeit brauchten, seit von Carlowitz, es verstanden, die Waldfunktionen besser zu definieren, die in unseren Gesetzgebungen auch klar darzulegen und das umzusetzen. Ja? Aus dem heraus haben wir tatsächlich es geschafft, in vielen Ländern der Erde, nicht in allen, lange nicht in allen, aber in vielen Ländern bei uns, eine sogenannte nachhaltige Forstwirtschaft zu entwickeln. Ob die wirklich nachhaltig ist, auf das will ich auch zurückkommen. Da wir nicht so viele Förster hier haben, kann ich das relativ kritisch angehen. Aber zuerst möchte ich noch ganz kurz auf die Nachhaltigkeit außerhalb der Forstwirtschaft eingehen. Ich denke, Sie alle sind Nachhaltigkeitsspezialisten. Sie sind ja seit 3 Jahren mit Mut zur Nachhaltigkeit aufgewachsen. Ich werde nicht viel Neues da erzählen, darum ganz, ganz kurz. Wir Förster nehmen in Anspruch, dass Sie alle
die Nachhaltigkeit hier eigentlich von uns übernommen haben. Ja? Der Club of Rome, der die Grenzen des Wachstums 1972 festgelegt hat, das war ein Meilenstein. Und wenn man genau in diesen Bericht reinschaut, dann sieht man eigentlich, ja, sie haben Elemente aus der Forstwirtschaft genommen. Sie haben von Carlo Witzis 2-3 Seiten über Nachhaltigkeit gut gelesen. Ein Papier, das Sie vielleicht nicht sehr in Ihren Augen haben, ist ein Report, der heißt The Global 2000 Report to the President. Der wurde 1977 von Jimmy Carter, dem damaligen Präsidenten der USA, in Auftrag gegeben, mit der Fragestellung, wie sieht es im Jahr 2000 aus in dieser Welt? Und was müssen wir tun? Wie müssen wir die Nachhaltigkeit definieren? Ich kann Ihnen empfehlen, wenn Sie es nicht kennen, diesen Report finden Sie sehr einfach auf dem Google. Ich arbeite mit meinen Studenten auf diesem Report, weil wo gibt es eine Möglichkeit, dass man vor 25, 30 Jahren einen Bericht hat, zu sagen, wie es heute aussieht? Weil wir schauen ja in der Nachhaltigkeit, wie wird es in 30, 40 Jahren aussehen oder in 100 Jahren. Wir alle kennen den Brundtland-Report, ich will nicht darauf eingehen. Wir sind einfach sehr stolz, weil die Wortwahl genau gleich ist wie in den schweizerischen Gesetzgebungen über die Nachhaltigkeit im Wald, die 1878 im Forstgesetz verankert wurde. Ich werde nicht eingehen auf den Rio-Umweltgipfel und die Rio+10 und Rio+20 Prozesse, die MDGs und die SDGs, ich denke, Sie sind mit dem ganz gut vertraut. Ich möchte Ihnen aber sagen, dass wir versuchen, in diesen Prozessen von der Waldseite her, auch die Waldseite in diese breiteren Entwicklungsprozesse einzubinden. Und darüber möchte ich auch reden jetzt. Wie wird der Wald in diese breitere Entwicklungsprozesse eingebunden? Was ist die Rolle des Waldes und was kann es sein, potenziell, heute und morgen? Also die Dreieinigkeit Ökonomie, Soziales und Ökologie werde ich von der Waldseite betrachten. Ich werde ganz stark auf die sogenannte Nachhaltigkeit der erneuerbaren Ressourcen, also die starke Nachhaltigkeit eingehen, gegenüber den nicht nachhaltigen Ressourcen. Das denke ich, haben Sie in einem anderen Kontext, werden Sie das besprechen. Im Wald gehen wir davon aus, dass wir eigentlich auf eine starke Nachhaltigkeit zielen. Ich erkläre das Ihnen nachher. Sicherlich, ne? Suchen wir nicht die schwache Nachhaltigkeit im Waldsektor. Wir haben eigentlich nichts zu substituieren. Im Gegenteil. Der Wald hat sehr viel zu offerieren. In dem Sinne. Etwas zu substituieren, das nicht nachhaltig ist und in die starke Nachhaltigkeit eingebracht werden kann. So, das ist ein bisschen die Philosophie, die ich Ihnen vermitteln will in Bezug auf Wald. Also reden wir von der Rolle des Waldes in der nachhaltigen Bewirtschaftung in Zeiten des globalen Wandels. Und auch die Frage, ist Wald wirklich eine erneuerbare Ressource? Wenn wir es einfach von der Holzseite aus sehen, ne? Holz ist erneuerbar, Holz wächst nach. Aber die anderen Funktionen des Waldes, die wir berücksichtigen müssen, sind die auch nachhaltig? Sind die auch nachwachsend? Oder was für Elemente verlieren wir, wenn wir einen Naturwald schlagen und durch eine Aufforstung ersetzen? Ist das nachhaltig? Und was für eine Nachhaltigkeit haben wir dort? Das sind natürlich Fragen, die wir uns auch stellen müssen in einem Waldsektor. Aber gehen wir ein bisschen auf das darauf an, was ist Wald und was heißt das? In einem globalen Kontext. Sie sehen hier eine Unterteilung zwischen tropisch und boreal und temperiert. Boreal, das sagt Ihnen etwas, das ist der Norden, der nördlichste Teil unserer Erde. Russland, Nordfinnland, Schweden, Norwegen, Kanada, Alaska, also die borealen Wälder, die borealen Zonen. Die temperierten Zonen, das sind vor allem unsere Gegenden, ne, und dann die Tropen. Wie verhält sich das mit dem Wald? 30% der Landfläche der Erde sind mit Wald bedeckt, insgesamt. Das ist ein recht großer Anteil, das sind knapp 4 Milliarden Hektaren. Etwa 2 Milliarden, ein bisschen mehr als die Hälfte, sind in den Tropen.
38% der Landfläche der Tropen ist bewaldet. Österreich zum Vergleich 48%. Nur einfach, um sich ein bisschen eine Idee zu machen, aber immerhin 38%. 1,9 Milliarden Hektar sind von Wald bedeckt in den temperierten und den borealen Zonen. Das sind 22% der Landfläche. Das heißt, in borealen Gebieten und temperierten Gebieten haben wir eigentlich prozentual viel weniger Wald als in den Tropen. Übrigens auch ein Argument, das man sehr gut bringen kann, zu sagen, ja, ihr habt ja schon euren Wald gerodet früher, ne? Darum habt ihr ja nur noch 22%. Ne? In den Tropen gibt es immerhin noch 38%, obwohl heutzutage natürlich die große Entwaldung in den Tropen stattfindet. Kommen wir darauf auch nochmal zurück. Setzen wir das in einen Kontext, Pantarei, alles fließt, alles verändert sich. Sie sehen hier eine Karte vor 18.000 Jahren der Verteilung von Wald. Das ist einfach das, was hier grün ist, ne? Das ist Wald. Das andere ist Wüste, vor allem Kaltwüste, ne? Das ist nach der letzten Eiszeit. Gerade als das Holozän angefangen hat. Da hatten wir etwa so knapp 2 Millionen Hektar Wald. Und das ist die Waldausdehnung vor etwa 8000 Jahren. Und 10.000 Jahre später, als das Holozän sich richtig entwickelt hatte. Sie wissen, das Holozän ist eigentlich die Periode, die mehr oder weniger die Temperaturen von heute erreichen. Und zwar sehr stabil. Plus, minus 1 Grad. Das sind so die letzten 14.000 Jahre. Das ist die maximale Waldverteilung, die man sich vorstellen konnte. Das waren etwa 9 Milliarden Hektar. Wir haben heute etwa knapp 4 Milliarden. 9 Milliarden, das ist etwa das Maximum, das die Erde in den letzten 10.000, 12.000 Jahren als Wald hatte. Ja? Klar, es gab vor 300 Millionen Jahren viel mehr Wald, ne? Als Gondwanaland praktisch, ne, tropischer Wald war. Das sind ja unsere Reserven von Kohle und von Erdöl heute. Ne. Aber in der Periode, die wir mehr oder weniger als lebenswert betrachten können, das Holozän, ist das in etwa die maximale Waldausdehnung. Sie sehen auch die Bevölkerung, da gab es etwa 500.000 Menschen auf der Erde, hier etwa 4 Millionen. Das ist, bevor wir angefangen haben, Landwirtschaft zu betreiben. Das ist die Waldverteilung heute. Einfach, dass Sie das Bild sich ein bisschen einprägen, wir gehen nicht ins Detail. Sie sehen, es sind vor allem die großen Komplexe in den Tropen, Amazonas, Kongo-Becken und Südostasien, mit Borneo und Papua-Neuguinea. Und hier die borealen Waldgebiete, die sich so wie ein Gürtel um den Norden herum verteilen. Wenn wir das jetzt transferieren auf eine Karte, was wäre die mögliche Waldverteilung? Das ist wieder das, was vor etwa 8000 Jahren war. Und dann würden Sie natürlich sehen, eigentlich sind die Gebiete Europa, China, große Teile von Indien, sind die Zonen, wo der Wald sich am besten entwickeln könnte, wenn wir jetzt aufhören würden, zu urbanisieren bzw. Bewirtschaftung zu betreiben oder der Mensch würde verschwinden. Das könnte so eine Waldverteilung sein in diesem Sinne. Also es gibt im Sinne von der heutigen so 10.000 Jahre zurück, ein paar hundert Jahre von hier, auch wenn wir nachher gewisse Faktoren anschauen, gibt es keine Anzeichen, dass die ganze Welt bewaldet wäre. Es gibt große Teile, die nicht bewaldet sind auf dieser Erde. Das muss man auch klar festlegen. Einfach noch mal ganz kurz zu sagen, diese drei Zonen, boreal, temperiert, tropisch, es ist wichtig, die auch zu unterscheiden, weil es gibt einige Kennzahlen, die man herausholen kann, die sehr, sehr wichtig sind für die zukünftige Betrachtung der Nachhaltigkeit. In den borealen Gebieten, also Russland, Kanada etc., sind 54% der Landfläche bewaldet. In den temperierten Gebieten, wenn wir nur die temperierten Gebiete alleine anschauen, sind es nur 12%. Ja?
Obwohl Österreich 48% hat, das macht halt im Großen halt nichts aus. Ne? Große Teile der temperierten Gebiete sind eben nicht bewaldete Gebiete. Es sind Halbwüsten, es sind Steppen. Ne? Das ist, und natürlich, es sind Zonen, die wir entwaldet haben. Europa war Wald. Europa haben wir entwaldet. Nordamerika im Osten war Wald. Große Teile wurden entwaldet. China war Wald, Indien war Wald. Also es ist eine Kombination, die hier eine Rolle spielt. Sie sehen 42% der Truppen, haben wir geredet. Sie sehen auch hier die Totalverteilung diesen dreien. Die Entwicklung der Waldfläche, die ist im Moment stabil hier. Hier behalten wir den Wald. Nichts passiert. Wird vielleicht ein bisschen größer, wir reden darüber, aber nichts passiert. Bei uns nimmt der Wald zu, in den temperierten Gebieten. Eindeutig und klar. Warum? Nicht, weil wir aufforsten. Ja, die Chinesen machen das ein bisschen. Es nimmt zu, weil wir Landwirtschaft in vielen Teilen der Erde, in den temperierten Zonen, USA, Europa und so weiter, in Grenzertragsböden, dass in diesen Gebieten wir keine Landwirtschaft mehr betreiben. Und der Wald nimmt sich eigentlich dann das Gebiet wieder zurück. In den Tropen, wie Sie wissen, gibt es nach wie vor eine starke Abnahme der Waldfläche. In der Größenordnung brutto, in der Größenordnung um die 12 Millionen. Netto, das heißt, wenn man Abzug und Zuwachs berechnet, um die 7 Millionen Hektar pro Jahr. Und das kann man auch in den Zusammenhang mit der Bevölkerung stellen. In den borealen Gebieten leben sehr wenig Menschen, heute etwa 70 Millionen. Bei uns in den temperierten Gebieten etwa 3 Milliarden, eher abnehmend, und in den Tropen stark zunehmend, im Moment 4,2 Milliarden. Ich weiß nicht, wie sehr Sie mit den Statistiken der Bevölkerungswachstum sich auseinandergesetzt haben bis jetzt in Ihren Studien zum Mut der Nachhaltigkeit. Aber hier haben wir ein großes Problem. Wir kommen darauf nochmal zurück. Und das hier ist eine Karte, die Ihnen ein bisschen die Walddynamik zeigt auf dieser Erde. Alles, was rot ist, das sind Gebiete, in denen der Wald stark abnimmt. Mehr als 0,5% der Landfläche pro Jahr. Ja, Sie sehen, das ist im Amazonasbecken der Fall, das ist in Westafrika der Fall und das ist in Südostasien der Fall und in wenigen anderen Gebieten, wie hier beispielsweise in Nepal. Das Graue, das sind nicht eindeutige Zahlen. Ja? Und das Grüne, das sind die Zonen auf dieser Erde, wo der Wald zunimmt, mehr als 0,5% der Landesfläche pro Jahr. Es ist also wirklich auf der Erde so ein Wechselspiel zwischen Orten, wo der Wald zunimmt und der Orten, wo der Wald abnimmt. Ja? Eigentlich, wenn er abnimmt, nimmt er immer sehr stark ab in der Qualität, nicht nur in der Quantität. Weil das, was nachher wieder zuwächst, ist viel ärmer als das, was wir verlieren in Bezug auf Biodiversität und andere Leistungen des Waldes. Das müssen wir berücksichtigen, das kommt natürlich aus so Karten nicht heraus. Zumindest ist es wichtig zu erklären, dass es heute 64 Länder gibt auf dieser Erde, wo der Wald zunimmt und 67 Länder auf dieser Erde, wo der Wald abnimmt. Also es ist eine Balance in verschiedenen Regionen dieser Erde. Und das ist sicherlich ein wichtiger Faktor auch für die zukünftige Entwicklung. Generell Entwaldung in den Tropen, Waldzunahme in den temperierten Zonen. Und so sieht es dann aus, wenn der Wald großflächig weggeht, wie hier dieses Bild ist aus Sarawak. Das ist ein Gliedstaat von Malaysia in Borneo. Dieses Gebiet hier, das wurde entwaldet 1-2 Jahre vor diesem Bild. Und zwar für Ölpalmen. Die Palmölindustrie in diesen Gebieten der Erde ist enorm und groß. In Sarawak hat man die letzten 15 Jahre 2,5 Millionen Hektar aufgeforstet, beziehungsweise den Wald gerodet und diese Ölpalmen gepflanzt. Das ist kommerzielle Entwaldung, großflächig. Und das sind Bilder, die man auch in Brasilien sehen kann, dann vor allem mit Soja und anderen Produkten. Aber in Südostasien ist das vor allem dann die Palmölindustrie, die hier große Flächen entwaldet. Aber es gibt auch die Entwaldung, die eher mit der Armut in Zusammenhang steht. Dieses Bild ist aus Madagaskar.
In diesen Gebieten geht man eigentlich nicht rein mit kommerzieller Nutzung. Das sind Gebiete, wo Kleinbauern ihren Lebensunterhalt versuchen zu erwirtschaften. Durch relativ kleinflächige Entwaldung, aber viele kleinflächige Entwaldung zusammen macht halt natürlich das gleiche Effekt wie die großflächige Entwaldung kommerziellen Nutzens. Das hält sich in etwa die Waage in den Tropen. Rund 40-45% der Entwaldung kann man eher der Armut zuschreiben und etwa so um die 50-55% eher dem kommerziellen Nutzen. Das sind so grobe Zahlen, die man so im Klimawandel in den Strategien benutzt. Also das ist jetzt ein typisches Bild einer Entwaldung, die auf der Armut beruht. Das sind jetzt eine typische Zone, wo der Wald zunimmt. Dieses Bild ist aus Westsibirien. Das sind ehemalige große Flächen von Solchosen, also von landwirtschaftlichen Betrieben, die heutzutage nicht mehr rentieren bzw. einfach nicht funktionieren. Und Sie sehen hier hinten, der Wald nimmt sich eigentlich all das zurück. In Russland, es gibt sehr wenig Statistik darüber, aber man könnte da in der Größenordnung rechnen, dass es etwa um die 3-4 Millionen Hektar sind pro Jahr. Es wird nicht einberechnet in den Statistiken, weil das nach wie vor landwirtschaftliches Land ist. Aber es gibt diese Art von Wiederbewaldung. Der Wald kommt wieder, auf jeden Fall. Sobald wir aufhören zu bewirtschaften, was immer wir tun, wenn die Konditionen da sind, wo Wald wachsen kann, kommt der Wald wieder. Ja? Ist unser bester Garant für eine gewisse Nachhaltigkeit. Ja? Ob wir das jetzt kontrollieren oder nicht kontrollieren, das ist die große Frage. Das ist ein Bild, wie wir den Wald benutzen. Nutzen, ja. Nicht unbedingt nachhaltig nutzen. Das ist aus dem östlichen Teil von Sibirien, etwa knapp 500, 700 Kilometer von der chinesischen Grenze. Ja. Hier wird einfach der Wald großflächig entrümpelt. Das heißt, man geht rein und holt Holz heraus. Sie sehen dieses Holz hier, das sind alles Eichen. Ja. Das sind sibirische Eichen. Das ist nicht im borealen Wald, sondern in den temperierten Wäldern im Süden, wo stark und sehr stark genutzt wird aus kommerziellem Interesse. Das ist die sogenannte Walddegradation, eine schleichende Verlust der Nachhaltigkeit. Es ist nicht nur die Werte, die hier verloren gehen, die Holzwerte, die verloren gehen, sondern eigentlich auch die anderen Werte, vor allem die Biodiversität, die stark hier in Anspruch genommen wird. Gegenden der Welt, wo das eigentlich tabu ist, darüber zu reden. Es ist einfach Forstwirtschaft. Und eine andere Tendenz der Bewaldung auch hier, kurz um zu zeigen, wenn man dann Naturwald wegnimmt und Aufforstungen macht, sieht das halt zum Teil ein bisschen anders aus. Das Bild hier ist aus Indien. Und die Baumart hier ist ein Eukalyptus, der mindestens, man kann vielleicht nicht sagen, genetically modified, aber zumindest modified ist. Ja? Die Bäume hier sind 2 Jahre alt. Ja? Das ist, und das will ich auch nicht verdammen, sondern im Gegenteil, wir müssen auch so Sachen betrachten, jetzt in die Zukunft. Auf das komme ich dann nochmal zurück. Gehen wir jetzt in die Fragestellung, was sind eigentlich diese globalen Prozesse, der Druck, der eigentlich da existiert, der Druck auf die Erde im Generellen, nicht nur auf den Wald. Wir kommen dann wieder auf den Wald zurück. Und diese Darstellung von Rockström, ich finde sie sehr, sehr plastisch und illustrativ. Es gibt 4 verschiedene Drücke, die auf die Erde drücken und diese Erde zusammendrücken. Das ist einerseits der Wachstum der Bevölkerung und des Konsums. Der Klimawandel und die Klimavariabilität, also der Wandel über längere Zeiträume, die Variabilität, die Unterschiede, die kurzfristig, die Extreme, die wir erfassen, Dürre, Überschwemmungen etc. Es sind die Leistungen der Ökosysteme, die stark abnehmen, komme darauf zurück. Und es sind die Überraschungen.
die unvorhersehbaren Ereignisse, die wir einfach als Mensch nicht sagen können, so wird es passieren. So linear geht unsere Entwicklung. Nein, es gibt viele Entwicklungen, die nicht vorsehbar sind. Wachstum der Bevölkerung und des Konsums. Ja. Schauen Sie sich diese Bevölkerungszahlen an und die Verteilung der Bevölkerung hier mit einem Bild Vorausschau 2025. Alles, was dunkelrot ist hier, das sind Bevölkerungsdichten von mehr als 500 Personen pro Quadratkilometer. Sie sehen ein bisschen die Verteilung in einer Welt 2025 mit einer Weltpopulation von 8,5 Milliarden. Das natürlich ist Europa, Asien, Indien, China. Sie sehen das hier ein großer Schwerpunkt, aber auch ein neuer Schwerpunkt hier in Afrika, inklusive Westafrika und Zentralafrika und der Osten der USA und ganz Mittelamerika. Ja. Schauen Sie sich die Weltbevölkerungsentwicklung an, seit dem Jahr 1000, über 1700, als Karl von Karlowitz existierte, ja, 600 Millionen Menschen. 2013 sind wir 7,3 Milliarden. Ja. Und die neuesten Zahlen, die angegeben sind von dem World Population Report im Juni 2013, gehen davon aus, dass wir die 10-Milliarden-Grenze überschreiten, also 10.000 Millionen. Obwohl wir lange gedacht haben, dass wir uns bei 9 Milliarden etwas stabilisieren. Es sind, und dieser Pace, diese Unterschiede von 1800 bis 2013 sind natürlich gewaltig. Das 20-80-Dilemma, das hier steht, das bezieht sich auf den Konsum. 20% der Weltbevölkerung nutzt 80% der Ressourcen. Das ist etwas, was auch dazu kommt. Und damit ist das auch hier ein bisschen dargestellt. Ich muss ein bisschen Gas geben, meine ich. Die große Herausforderung, die wir haben, ist die Sicherstellung der Ernährung natürlich von 8, 9, 10 Milliarden Menschen. Das ist ein Bild der Landnutzung im Jahr 1700. Ja? Schauen Sie nur das, was halbnatürlich war. Natürlich und halbnatürlich war, das ist das Grüne. Ja, so war es im Jahr 1700. So im Jahr 1800. Sie sehen diese Used-Element, ich konnte das leider nicht übersetzen, also das wird immer größer, hier im Jahr 1900 und hier im Jahr 2000. Ja. Wir nutzen immer mehr Flächen, ne? Immer mehr Einheiten, immer intensiver. Ne? Es gibt immer weniger sogenanntes Wildland. Ja? Logisch bei so vielen Menschen. Wir können es uns gar nicht mehr leisten, ne? Auf kleiner Fläche alle zu überleben. Das ist natürlich eine große Herausforderung, ne? Die wir haben. Wie gehen wir mit der Landnutzung um in Zukunft? Und dann kommt das dritte Element. Denn es ist das Material, das, was wir nutzen. Heute nutzen wir als Material vor allem Erdölprodukte oder andere Produkte aus Mineralien und Stein. In Zukunft werden gewisse Produkte halt, die sind halt nicht erneuerbar, wie Sie gut wissen. Der Wald wird dort natürlich eine große Rolle spielen in Zukunft, weil wir da eine Ressource haben, die a priori ja nachwachsend ist, erneuerbar ist. Und es gibt heute bereits, und einfach Ihnen da ein bisschen diese Idee zu geben, sehr viele Nutzungen, die Sie wahrscheinlich überhaupt nicht mit dem Wald in Zusammenhang bringen würden heutzutage. Aber immer mehr Fibers, also die Fasern, sind ein wichtiger Rohstoff. Ein wichtiges Material der Zukunft. Und diese Kombination, Wald als Herkunftsort von Materialien der Zukunft, wie diese hier, die hier kurz aufgeführt sind, das ist eine wichtige Dimension in der Nachhaltigkeit der Wälder. All das gehört zu diesem ersten Druck. Der zweite Druck hier ist der Klimawandel. Einfach hier dargestellt mit dieser Figur, so über die letzten 150 Jahre.
Temperatur, das ist die Durchschnittstemperatur über die letzten 150 Jahre, 13,9 Grad auf der Erde. Sie sehen die letzten Jahre, diese Figuren kennen Sie wohl sicher, die jährliche Mitteltemperatur der Erde immer höher als dieses langjährige Mittel von 13,9 Grad. Und diese grüne Linie hier ist die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre. Also eindeutige Zahlen, auch wenn hier im Moment ein bisschen die Temperatur zurückgeht, die Temperaturerhöhung, aber eindeutige Zahlen in diesem Sinn. Wir haben ein Dilemma. 13,9 Grad ist das langjährige Mittel. 14,5 Grad ist das Mittel in den letzten 40 Jahren. Ja? Und 18 Grad ist das, was gewisse IPCC-Modelle und vor allem das Modell, das die Weltbank im Moment als das realistischste ansieht. 18 Grad, 4 Grad wärmer. Als 13,9 Grad. Wird angesehen als das realistischste Modell mit dem Business as usual. So wie wir jetzt mit dem Klimawandel umgehen. Im Jahr 2100. Ja? Wie gehen wir mit dieser Frage um? Und das ist eine natürlich der Grundsatzfragen. Was passiert, wenn plötzlich die Temperatur 4 Grad wärmer ist und plötzlich, das meint 100 Jahre, das ist plötzlich. Wir leben seit 14.000 Jahren im Holozän mit Temperatur plus minus 1 Grad. Was passiert, wenn in 100 Jahren plötzlich 4 Grad wärmer ist? Was heißt das? Und was heißt das auch für den Wald? Das ist ein Bild, das hängt übrigens, das ist vom New Scientist, das hängt auch in ihrem Naturhistorischen Museum in Wien. Ja? Das ist eine Karte der Welt 4 Grad wärmer. Und die grünen Zonen sind die Zonen, die nach diesem Bild als die noch am besten bewohnbaren Gebiete ausgeschieden sind. Sie sehen, wo hier die Grenzen sind und Sie haben jetzt zumindest so viel Ahnung von der Waldverteilung der Erde, dass das vor allem in den borealen Gebieten ist. Ja? In den Gebieten, wo heute es viel Wald gibt, der Wald eigentlich mehr oder weniger stabil ist und nur etwa 70 Millionen Menschen leben. Ja? Das sind die Gebiete, die in Zukunft wohlbewohnbar sind, wenn wir ein 4-Grad-Szenario uns anschauen, so in den letzten nächsten 100, 200 Jahren. Die anderen Gebiete sind sicherlich nicht komplett unbewohnbar, aber nicht für die Zahlen, die Weltbevölkerung, mit der wir heutzutage umgehen. Das dritte Element sind die Ökosystemleistungen. Der Druck auf gewisse Ökosystemleistungen wie Kohlenstoff, Trinkwasser, Landnutzung oder Biodiversität. Ja? Das sind die vier Teile, die den Wald sehr stark beeinflussen von den sogenannten Theorie der planetären Grenzen. Ich denke, Sie haben sich mit dem auch schon mal auseinandergesetzt. Es gibt insgesamt 9. Und diese 4 sind eigentlich die irgendwie direkt mit dem Wald zusammenhängen. Ich werde jetzt nicht ins Detail gehen, aber hier haben wir ein großes Problem. Der Wald spielt in diesen 4 Elementen eine große Rolle. Der Wald schützt Böden, landwirtschaftliche Böden, beispielsweise in den Bergen, wie Sie das gut kennen. Der Wald vermag es, Abfluss zu regulieren von Wasser. Er vermag nicht Wasser zu erzeugen, aber Abflüsse zu regulieren. Der Wald bindet Kohlenstoff und der Wald ist die wichtigste Quelle von Biodiversität auf dem Land. Also, das sind die Elemente, die wichtig sind. Und darum muss ein Waldökosystem gesamthaft betrachtet werden. Und wir müssen die Grenzen, die dort liegen, gut beachten. Und schließlich die unerwarteten Ereignisse. Was passiert, wenn etwas passiert, was wir nicht voraussehen können? Am besten wahrscheinlich aufgehoben mit diesem Spruch von Max Frisch. Katastrophen kennt allein der Mensch, sofern er sie überlebt. Die Natur kennt keine Katastrophen. Was immer als Katastrophe passiert, die Natur wird reagieren. Die Frage ist, ob dann der Lebensraum für uns dann noch lebenswert ist, beziehungsweise überhaupt lebbar ist. Und es gibt eine ganze Theorie, Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit über diese
unvorhersehbaren Ereignisse. Wenn wir das ein bisschen zusammennehmen, was heißt das für die Nachhaltigkeit der Wälder? Auf jeden Fall heißt es zuerst, die Wälder, die wir seit von Karlowitz kennen, die letzten 300 Jahre, die haben sich nicht groß verändert bei uns, aber die werden sich verändern. Mit dem Klimawandel, mit dem Druck der Bevölkerung, mit dem Verlust von Ökosystemleistungen und mit eventuellen Extremereignissen. Es wird keine lineare Entwicklung geben. Die Szenarien, die wir vor uns haben, die sind nicht linear. Die haben wir nicht erlebt in den letzten 300 Jahren nicht und auch nicht in den letzten 2000 Jahren oder auch nicht in den letzten 6000 Jahren. Die Parameter, die wir jetzt vor uns haben, sind völlig verschieden. Und die beeinflussen dann natürlich auch, was mit dem Wald passiert. Was sicher ist, ist, dass wir den Wald ganz anders betrachten müssen in Zukunft. Nicht einfach als, wie es heutzutage und lange bei uns gemacht wurde, als eine sogenannte Landreserve, wo man hingehen konnte, entwalden und dann Landwirtschaft betreiben oder urbanisieren. Sondern der Wald hat und wird ganz andere Funktionen haben in Zukunft. Und das kommt noch dazu, der Wald ist eigentlich die letzte Quelle für uns, für das Material. Wenn wir dann mal kein Erdöl mehr haben und wenn andere Produkte nicht mehr in genügendem Maße vorhanden sind, dann werden die Fasern, die Holzfasern wieder eine viel größere Rolle spielen. Die spielen heute immer noch eine wichtige Rolle, aber in Zukunft werden sie ganz andere Rollen spielen müssen. Ein paar Bilder. Dieser Baum hier, das ist ein Baum in Skabun, ein großer Baum. Das sind die Bäume, die geschlagen werden heute von der Holzindustrie. Noch. Ja? Diese Bäume, wir hatten auch früher mal große Bäume bei uns in den Wäldern, sind schon lange weg. In 100 Jahren ist das ein Bild aus der Vergangenheit. Mit den Daten, die wir jetzt haben, mit dem Pace of Climate Change, wird es keine Bäume mehr geben, die in diese Größenordnungen auswachsen können. Großflächige Nutzungen wie hier, das ist aus Malaysia, vor allem Tropenwald, wird es sicherlich nicht mehr geben. Die Wälder in den Tropen sind sehr stark. Heutzutage gibt es bereits viele Tropenwälder, humide Tropenwälder, in denen plötzlich Buschfeuer ausgelöst werden. Kurze Trockenheiten von 5 bis 7 Tagen reichen, um gewisse und große Veränderungen hervorzuführen. Das könnte ein Bild sein aus dem Norden des Kongo-Beckens. Wenn Sie wissen, wie der Norden vom Kongo-Becken aussieht, das ist, wenn Sie drüber fliegen, alles Wald. Das ist aus dem Süden des Kongo-Beckens. Savanne. Das könnte ein sehr gutes Bild sein in 100 Jahren des Waldes vom Kongo-Becken im Zusammenhang mit Climate Change. Und im borealen Wald? Es wird wärmer werden, es wird trockener werden. Das sind die Voraussetzungen. Schon heute sind die Temperaturunterschiede im Norden, ganz im extremen Norden, viel höher als bei uns, beziehungsweise in den Tropen. Im sibirischen Gebiet ist die Durchschnittstemperatur 2,2 Grad höher als vor 25 Jahren. Die Folge davon, viel mehr Feuer. Ja, also die borealen Wälder sind nicht davor gefeilt, dass sie vom Klimawandel nicht berührt werden. Und dann kommt eben mit der Zeit der großen Umwälzungen, dass das boreale Gebiet vielleicht in Zukunft das beste wohnbare Gebiet für die Menschheit wird. Dann werden sich auch dort große Veränderungen einstellen. Wo stehen wir mit der Bewirtschaftung? Als Förster wissen wir eigentlich meist, wie es geht mit dieser Bewirtschaftung. Aber meist machen wir es nicht. Wir wenden das nicht an, was wir kennen. Vor allem jetzt, was heute im Tropenwald passiert. Wir wissen eigentlich, wie man so einen Wald bewirtschaften könnte. Man macht es aber nicht. Es sind dort Fragen, vielleicht können wir uns damit auseinandersetzen, Diskussion, Zusammenhang der Gouvernance. Der Waldsektor ist vielleicht einer der Sektoren,
der am vulnerabelsten, sagen wir, am verletzlichsten sind für Fragen der Governance. Warum haben wir so wenig Fortschritt gemacht seit von Karlowitz? Wir haben ja wunderschön definiert, was Nachhaltigkeit bedeutet im Wald. Wir haben kein globales Waldabkommen. Warum nicht? Weil der Wald sehr stark ein souveränes Gut jedes Landes ist. Jeder möchte vom Wald so viel teilhaben, wie nur möglich. Es ist nicht das globale Interesse, das man beispielsweise bei Biodiversität oder eventuell auch beim Klimawandel findet. Das findet man beim Wald eben nicht. Jedes Land möchte seine Waldreserven so nutzen, wie es für das Land am besten ist. Und wer das definiert, das ist dann wieder eine Governanzfrage. Also der Wald und die Waldgüter werden ausschließlich als souveränes Gut betrachtet und nicht als ein globales Gut. Das ist eines der großen Probleme, die wir haben im internationalen Kontext. Karl Marx hat gesagt, dass die Geschichte nichts tut. Es ist der Mensch, real und lebendig, der alles tut. Das kann man auch anders interpretieren. Wir können das interpretieren, um jetzt vielleicht ein Positivum doch zu bringen. Wir wollen ja nicht alles nur negativ sehen. Von Karlowitz hat vor 300 Jahren seine Nachhaltigkeitsideen formuliert. Was wusste er in seiner Zeit, was wir heute haben? Vor 300 Jahren gab es keine Elektrizität. Es wurde kein Erdöl genutzt. Die Reise von Sachsen bis nach Wien ging vielleicht, ich weiß nicht, 9 Tage. Ganz andere Voraussetzungen. Was wissen wir? Was wir in 100 Jahren machen können und nicht machen können. Wir müssen ein gewisses Vertrauen haben, dass wir es auch schaffen. Das, was wir, wie wir es in der Vergangenheit geschaffen haben, auch in der Zukunft schaffen werden. Was wir mit dem Wald damit in Vereinbarung bringen können, ist, wir wissen viel vom Wald, also können wir den Wald auch sehr stark selber entwickeln. Der Wald wird überleben, jegliche Katastrophe. Das ist klar, absolut. Viel mehr als der Mensch. Die Frage ist nur, wenn wir den Wald so stark brauchen für unsere Entwicklung, dann müssen wir ihn auch irgendwie besser bewirtschaften können, damit auch er diese Funktionen erfüllt, die wir für unser Überleben brauchen. Darum ist eigentlich die Zukunft des Waldes, müsste, wenn wir das von der Nachhaltigkeit her sehen, eine stark vom Menschen gesteuerte Waldentwicklung sein und nicht einfach eine natürliche Waldentwicklung. Das heißt, wir müssen ganz gezielt Ökosystemleistungen schützen und bewerten. Wasser, Biodiversität, die Schutzfunktionen für Böden, Kohlenstoffvorräte in den Wäldern, sowohl in der Biomasse als auch in den Böden, erhalten und fördern. Und, weil es in unserem Interesse liegt, von der Materialseite her, das Holz nachhaltig erzeugen. Es sind eigentlich diese drei Elemente, die nichts Neues sind für uns. Wir müssen sie einfach neu definieren. Neu definieren in einem neuen Umfeld, in einem sehr stark sich verändernden Umfeld von jetzt an, von diesen letzten 20, 30 Jahren an in die Zukunft. Das ist der große Unterschied zur Vergangenheit. Es ist wunderschön, wir als Förster, wir schauen gerne in die Vergangenheit, wir sind sehr konservativ. Wir sollten eigentlich viel progressiver sein. Und sollten sehen, dass die Innovation, die kann erst kommen, wenn wir auf die großen Herausforderungen auch eine Antwort haben. Also ich finde die 300-Jahr-Feier von Karlowitz zwar was Schönes, aber wir sollten in die Zukunft schauen, nicht in die Vergangenheit. Was heißt das, in die Zukunft zu schauen? Das ist ein Bild aus Madagaskar. Das ist ein Bild, alles, was Sie hier sehen, ist Menschen erschaffen. Das war reine Savanne. Die Bäume, die hier stehen, wurden alle gepflanzt. Das sind Lichtbaumarten, das heißt Baumarten, die sehr viel Licht brauchen für ihre Entwicklung. Sie werden in kurzen Rotationszeiten genutzt von der ländlichen Bevölkerung. Alle 5 bis 7 Jahre
wird etwas geschnitten, sie holen das Brennholz heraus und aus der Wurzel heraus wachsen die Bäume wieder nach. Das ist die sogenannte Niederwaldbewirtschaftung. Ja. Ökosystemleistungen werden gezielt gefördert, obwohl sie in diesen ja, einfach etwas reduzierte Möglichkeiten gibt. Sie sehen, hier wurde der Wald geschlagen, der wächst wieder nach. Aber zumindest gibt es für die Zeit, für die Reiserzeugung genügend Wasser. Also das sind Systeme, die man eigentlich sich aufbauen kann. Eine nachhaltige Waldbewirtschaftung im Sinne einer einheitlichen und konsequenten Approaches, I'm sorry, ich vergesse manchmal das Deutsch, wenn ich, ja. Intensive Faserproduktion, es klingt zwar schrecklich, no? Aber wahrscheinlich müssen wir auch mit so Produktionselementen leben in Zukunft. Weil wir brauchen Fasern in vieler Hinsicht. Diese Art von Bewirtschaftung wird immer kleinflächig bleiben, aber sehr stark wahrscheinlich unsere ökonomischen Entwicklung mitbestimmen. Sehr kurze Umtriebszeiten, 3, 4, 5 Jahre, um Fasern zu erzeugen. Die sogenannte Materialproduktion. Wie könnte das aussehen bei uns in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich? Eine klimaangepasste Waldbewirtschaftung, das wäre ein ganz anderer Wald, als wir heute haben. Heute bewirtschaften wir sogenannte Hochwälder. Ja, wir erzeugen Holz und andere Walddienstleistungen mit Wäldern, die 200, 300 Jahre überleben. Ja, wir werden vielleicht und wahrscheinlich in Zukunft sehr stark auf etwas zurückgreifen müssen, was wir in der fernen Vergangenheit hatten, im Mittelalter, die sogenannte Niederwaldbewirtschaftung, damit wir helfen können, uns anzupassen, beziehungsweise dem Wald sich anzupassen an die veränderten Voraussetzungen. Sonst riskieren wir, dass der Wald einfach großflächig zusammenbricht, dann zwar wieder neu wächst, kein Problem, aber dann wird er für uns, für den Menschen eigentlich nicht diese Dienstleistung erbringen können, die er bringen muss, damit wir überhaupt überleben. Diese Fragestellungen, Niederwald als vorherrschendes Bewirtschaftungssystem im Zusammenhang mit einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung, ist sicherlich eine sehr kritische Frage für die Förster in Europa. Es ist so diese Formel, nachhaltige Waldbewirtschaftung als eine Summe der Ökosystemleistungen, der Permanenz von Kohlenstoff und der Produktion von Fasern. Das heißt, wenn wir dieses Paket richtig formulieren können, dann werden wahrscheinlich die Wälder eine große und wichtige Rolle einnehmen in Zukunft, auch im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit. Als Förster müssen wir viel lernen. Wir müssen auf vielen verschiedenen Paketen tanzen lernen können. Das tun wir nicht. Sie wissen vielleicht selbst, wie konservativ und verstockt die Förster manchmal sind. Hier braucht es eine ganz andere Anschauungsweise. Wir müssen viel innovativer sein. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass wir nicht ein einzelner, separater Sektor sind, dass wir in einem Zusammenhang mit anderen Sektoren zusammenarbeiten müssen. Und wir müssen auch lernen, besser zu kommunizieren. Die Forstwirtschaft vermag es praktisch nicht, seine Möglichkeiten richtig zu kommunizieren. Das ist eines der großen Probleme, die wir haben. Sonst hätten wir heute schon viel mehr Werteerzeugung im Wald. Sie wissen vielleicht, dass unser größtes Problem ist, dass wir nicht nachhaltig ökonomisch bewirtschaften können. Wir können sehr viel auf der ökologischen Seite tun. Ich denke, wir sind auch in vielen Ländern dieser Erde von der sozialen Perspektive her in einem sehr guten Umfeld. Was wir aber nicht machen und was nicht richtig erfasst ist, ist die ökonomische Bewertung von den Walddienstleistungen und den Waldprodukten. Hier müssen wir einiges nachholen. Am Schluss noch so ein bisschen so ein Bild in die Zukunft.
Das sind so die 3,8 Milliarden oder 4 Milliarden Hektaren Wald, die wir heute haben. Wie würde das sich so in ein Zukunftsbild einbringen lassen? Naturwald und ein Wald-Landnutzungsmosaik, das sich von selbst ein bisschen erhält, wird sicherlich ganz klar zurückgehen in Zukunft, aus vielen Gründen. Was wir ganz klar machen müssen, ist mehr intensiver uns mit dem Wald auseinandersetzen, mit einer nachhaltigen Bewirtschaftung. Und wo wir sicherlich auch ein Potenzial haben, ist in den urbanen Gebieten. Die Bäume und die Baumbestände in den urbanen Gebieten viel besser einzubringen in ein Gesamtkonzept. So im Großen und Ganzen wäre so ein Idealbild eine Zunahme der Waldfläche in Zukunft. Alleine schon dadurch bedingt, dass wir Wald als Material gebrauchen und benutzen werden müssen in Zukunft, wird das von selbst geschehen, weil die Leute denken ökonomisch. Aber wir sollten dort natürlich die anderen Elemente der Nachhaltigkeit ganz klar reinbringen. In Zukunft denke ich, dass der Wald eine viel größere Rolle spielen wird in jeglichem Umfeld, in dem wir sind, auf globalem Level. Eigentlich sind wir dann wieder am Schluss da mit dem Apfelbaum. Dass man den pflanzen muss, ist sicherlich unbestritten. Holmer von Dietfurt hat das eigentlich aufgenommen, wunderschön in seinen Sendungen, indem er gesagt hat, lass uns eben diesen Apfelbaum jetzt pflanzen, weil es ist soweit, wir brauchen ihn. Besten Dank.